Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial. Mein Name ist Michael Schäke. Wenn wir unsere Seiten genauer ansehen in WordPress, die wir erstellt haben, dann erscheint hier unten immer so ein Kasten. Hinterlasse eine Antwort. Und da kann der User dann einen Kommentar abgeben. Diesen Kasten möchte ich grundsätzlich weghaben. Dazu gehe ich auf Seite bearbeiten. Ich muss mich natürlich vorher schon einmal ins Backend eingeloggt haben, sonst funktioniert das nicht. Öffne ich hier oben über Optionen. Die Schaltflächen. Kann hier Diskussion und Kommentare aktivieren. Sage einmal kurz aktualisieren auf der rechten Seite. Ich möchte zudem noch, dass die Sidebar eingeblendet wird auf dieser Seite und deaktiviere hier diesen Haken Kommentare erlauben. Anschließend klicke ich wieder auf Aktualisieren und sage Seite ansehen. Und wie wir sehen, ist das Kommentarfeld anschließend verschwunden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich verbleibe hiermit. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.